Hallo und herzlich willkommen bei den deutschen VR-Gamern. Ich bin der G-Bear und ich möchte mir heute mit euch Transference, The Walter Test Case, angucken. Das ist die Demo für das Spiel, was nächste Woche rauskommt, als Vollversion. Und ja, ich habe da schon einmal kurz Hello. reingeguckt, aber dann habe ich My dann name is doch. Raymond Hayes. I'm the director of the Brain Data Analysis Research Division here at the university. We're engaged in some very exciting work that we are thrilled to share with you today. You're very lucky to be here. We have been able to create a digital environment that's based on the brain data of a single subject. We'll call him Walter, let's say. Now, this experience will work best if I tell you as little about Walter ahead of time as possible, but I will tell you that he has been diagnosed with post-traumatic stress disorder. Now, this is the incredible part. When you put on your headset, you will find yourself in a recreation of Walter's memory of his traumatic event. Now, I should say that this technology is very new and imperfect at this stage. Some of the data may be incomplete, some may even be corrupted. What you are experiencing is a recorded consciousness. It's not unlike watching a movie, so no matter how real it may seem, it can't hurt you. You are completely safe. You are completely safe. In a couple of years, this technology is going to be perfected. It is going to be released in the world, and you, the very few lucky ones that are here today, are going to be able to tell your friends that you were there at the very beginning. And that is incredibly special. So thank you. Okay, na gut. Also wie gesagt, ich habe da schon mal kurz reingeguckt, aber dann habe ich dann doch irgendwie Schiss bekommen und habe es dann abbrechen müssen. Ich probiere jetzt was aus, weil wir haben das Problem mit dem Chat, dass wir den Chat nicht eingeblendet bekommen, und ich probiere jetzt gerade mal was über das iPad. Keine Werbung, aber ich will einfach jetzt gucken, dass wir die Kommentare wenigstens vorgelesen bekommen. Deswegen eine Sekunde gerade. Das habe ich schon gesehen. Ich habe auch einmal um die Ecke da geguckt, aber weiter habe ich mich da nicht getraut. So. Also wenn ihr gleich was reden hört, dann ist das das iPad, was mir die Kommentare vorliest. Hoffentlich. So. Machen wir das Ganze mal ein bisschen auf Action hier. Oh, kein. Kein Smooth Turning. Gibt es irgendwelche Einstellungen? Standard. Blickwinkel frei verfügbar. Ah, alles klar. Weil ich bin ein Freund von diesen freien Bewegungen. Jetzt ist alles grün. Okay. Dass ich das hier überleben werde, weil das ist jetzt wirklich mein erstes Horrorgame oder On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as Da a steht doch terrorist base jemand. of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. Ich habe auch eine leichte Vignette, sehe ich gerade. Da steht doch jemand. Other close friends, including Canada, Mann, ey. Australia, Echt. Germany and France have pledged forces as the operation unfolds. More than 40 countries in Was the ist Middle denn? East, Jetzt geht er Africa, weg. Europe and across Asia Oh Mann. have granted air transit or landing rights. Many more have Den kennen wir. Ah, habt ihr das gesehen eben gerade? Dieser sieht aus wie so ein Glitch. Aber das
Anscheinend bedeutet das, da ist was, mit dem man interagieren kann. Okay. Wie sehen denn die Türen aus? Okay, irgendwie eingetreten. Wer spricht denn da die ganze Zeit? Hier. 22.10 Uhr. Okay. Also das ist eine Demo hier von einem Spiel, was jetzt nächste Woche erscheint. Und ich habe mir einfach gedacht, ich guck's mir mal von vorne bis hinten an, wenn ich es schaffe. Wenn ich zu viel Schiss kriege und dann jo. Schauen wir mal, ne? Wie weit wir kommen hier. Grafik sieht gut aus. Dafür kann ich bis jetzt nicht meckern. Was ist das? Ach, ich kann mich. Fairy Tales. Märchen. Oder ein Roman. Okay. Mit R3 kann man sich ein bisschen nach unten beugen. Donuts. Oder hat jemand... Was gab es denn Leckeres? Es gab irgendwie Donuts und Burger. Maybe. Kann mal gucken, ob jemand was geschrieben hat. Nee. Ich muss halt wirklich ab und zu mal gucken, weil das ist so schade, dass wir die Kommentare nicht eingeblendet bekommen. Antidepressivum. Okay. Das ist alles sehr dunkel hier irgendwie. Ich hoffe, man kann was im Stream sehen. Das ist so ein Baseballhandschuh, wie es auch oben drüber steht. Aber sonst nichts Interessantes, okay. Machen wir wieder zu. Also auch diese Türen hier haben irgendwie alle so diesen Effekt, dass man sieht, ne, dass da was Interessantes drin ist. Oh. Ne? Mehr Tabletten. Scott Walter. Antipsychotikum. Okay. Ja, auch was weggeschluckt an Medikamenten. Also der da spricht andauernd, der hat ja echt ein Problem, ne? Meine Güte. Dreckiger Teller, der gehört in die Spülmaschine oder in die Spüle. Was bist du? Foto. Flimmert auch noch, es steht nichts drauf. Okay, was haben wir hier? Mehr Tabletten, Antidepressivum. Mein lieber Mann. Oh, da ist auch noch was. In Baseball. Don't forget to turn off the lights. Light. Okay, ich will aber erst noch mal ein bisschen mich umgucken. Solange mir nichts passiert, ist alles gut. Was ist denn das hier? Ja, sicher. Klar. Mhm. Natürlich. Von da unten kommt auch das Sprechen. Freilich. Ich denke, ich habe keine andere Wahl, oder? Ne, da kann ich nichts machen.
Nee, ich komme nirgendwo rein. Keller, yay. Oder? Ist das du? I'm sorry, Daddy. 93. Also ich befinde mich irgendwie in der Erinnerung von irgendjemand. Von diesem Walter. Und mir ist versichert worden, mir kann nichts passieren. Leere Bierflasche. Also die Immersion finde ich jetzt hier richtig, richtig gut. Die Grafik ist natürlich sehr dunkel gehalten, aber dadurch ist es auch wirklich schön anzugucken. Das Bild lag doch vorhin da unten dran. Okay. Hat jemand echt Probleme? Oh, da ist wieder die Tür. Was ist das? Ein Lastwagen. Yay. Okay, was kann ich... Was ist hier drin? Das ist jetzt leer. Auch ein bisschen verteilt. Oh Mann, ich. U-Boot. Ja, das ist schade, weil man kann es halt nicht wirklich richtig sehen. Es ist sehr dunkel. Oh, da gab es noch nicht so viele Medikamente. Oder? Antidepressivum. Naja, ging's los. 120 Milligramm. Naja. Ah, dieses Geräusch zeigt an. Ich habe hier irgendwo diesen Schlüssel. Genau. Und dieses Geräusch zeigt mir, jetzt wird's ganz schnell. Schlüssel wird benötigt. Der Keller. Ich kann das jetzt noch nicht. Irgendwo zwitschert's. Irgendwo ist es am Zwitschern. Oh, da ist die Tür offen, Scott. Ah. Alles klar, kein Thema. Oh, shit. Da ist ein Vogel, der war vorhin noch nicht da. Football. Okay. Oh, das ist ein alter Fernseher, guck mal. So sahen die früher aus. Okay. Videorekorder. Kennt das noch jemand von euch? Die waren damals so teuer. Den ersten, den mein Vater gekauft hat, war gebraucht. Aber hat funktioniert. Feuerwehrauto. Ja, die stehen da alle nur rum. Ich kann mit denen nichts machen. Oh, ein paar Bierflaschen. Und Zigaretten und Kaffee. Da ist wieder so ein Geräusch. How to surrender. Okay. Selbsthilfebuch. Surrender, aufgeben sollte man nie. Es lohnt sich für alles zu kämpfen. The art of not caring. Super. Mir ist alles scheißegal. Schnell, okay, ich muss ein Bild finden. Oh, Mann, oh. Das sieht ja mal cool aus hier. Ich weiß nicht, wie das rüberkommt.
wenn man es nicht in VR sieht, aber das sieht hier mal richtig klasse aus. Und Kantenflimmern ist wirklich nicht da. Da ist nichts, also die Auflösung hier ist wirklich gut. Es ist halt alles ein bisschen dunkel. Ich gucke jetzt nochmal, was woanders passiert. Hallo, ich will auf den... Wo muss ich jetzt in den Keller oder was? Lass mich bitte den Lichtschalter drücken. Gott sei Dank. 2002. Okay, der Vogel hier ist weg. Alle Türen hier sind zu. Ah, dann gehen wir halt in den Keller, wenn es sein muss, ne? Oh Gott. Anscheinend hat er ausgesprochen, er ist scheinbar fertig. Oh Gott. Okay, ich bin ein erwachsener Mann und ich treffe erwachsene Entscheidungen und ich gehe da jetzt hin. Oh Gott. Oh mein Gott! Klar. Ihr seid ja nicht ganz dicht, ey. Boah. Also der steht dann plötzlich vor einem. Eigentlich habe ich jetzt keine Lust mehr weiterzumachen. Da ist die Kellertür schon wieder auf. Okay. Okay, was mache ich jetzt? Hilfe. Gott. Also in VR sowas zu spielen ist wirklich nicht leicht. Es ist nicht einfach, es ist... Ich will nicht mehr runtergehen, da ist der Typ. Was muss ich denn machen? Ich will da nicht runtergehen. Der ist immer noch da. Der steht immer noch da, der Typ. Ich habe keine Waffe, ich habe nichts. Ich muss dieses Bild finden. Das kann doch jetzt nicht sein, dass das alles im Keller ist. Gott. Och nein. Ich gehe außen rum. Hallo? Oh, da ist niemand. Steht bestimmt hier irgendwo. Was ist das? Ich habe auch keine Taschenlampe und gar nichts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also atmosphärisch 10, absolut. Kann man nicht anders sagen. Es ist Knaller, man ist voll drin. Oh Mann. Oh, da ist wieder, da ist das Bild wahrscheinlich. Bitte sei das Bild. Ja. Oh Gott. Warum flackert jetzt hier das Licht? Oh nein! Okay, Antidepressivum 270 Milligramm. Die Dosen werden auch immer höher. Brauche ich das? Muss ich das angucken? Unbedingt!
Mann, weg hier. Telefon. Oh, ich gehe wieder hoch. Ich habe das Bild dabei. Kann ich nicht schneller laufen? Oh, oh, was ist denn hier los? Alles am Schimmern. Don't forget to turn off the lights. Okay, okay, okay. Was ist hier los? Wieso geht hier die... Da stehen bestimmt mehr Tabletten. Da steht hier das Auto drin. Ich will jetzt... Bild, bitteschön. Oh Gott, dunkel hell. Daddy, is that you? Komm, jetzt kein Jumpscare oder irgendwas. Ich hab die Augen zugekniffen, so ein bisschen. Ach, bitte, irgendwas. Oh. Oh. Okay. Ich habe auch nichts in der Hand. Ich muss da jetzt hinlaufen und sehe überhaupt nichts. Oh Mann. Hallo, hallo. Was ist denn jetzt? You're not supposed to be here. Kibble, why look nothing? Mein Gott. Some goddamn hero. Couldn't save his own family. Sicher. We're not even a family. Jetzt steht er hier. POWs. Was mache ich jetzt? Oh, Hilfe, nein. Geh mal da runter, gucken, was da jetzt ist. Are you proud of me now? I'm a killer. Just like you. Looking for my dad? Well, you're too late. You want to find him? Hier fliegt alles. You can join him. Alles ist am Fliegen, Musik ist super creepy. Da flackert was da hinten. Oh. Oh, macht mich doch jetzt nicht fertig. Ja, klar. Hm? Was ist los? Was ist los? Was ist los hier? Die ganze Welt ist fast weg. Okay, da schwebt was. Gehen wir doch mal ganz spontan zur Tür. Oh ja. Los dann jetzt. Und knall's mir vor. Los. Wow. Oh Gott sei Dank. Oh, es ist vorbei. Yes. Oh, Gott sei Dank. Ja, find's super. Pff.
Es ist super, super scary. Und das war jetzt nur die Demo. Ich glaube, ich überlasse das einem meiner Kollegen, das Spiel, dass die das übernehmen dürfen, weil ich... Nein, ich mache das ganze Spiel nicht. Das kriege ich nicht hin. Also von der Grafik her ist es wirklich super, von der Steuerung her ist es auch schön, von der Atmosphäre absolut hundertprozentig getroffen. Also man ist absolut im Spiel drin, auch die Grafik sieht richtig schön aus. Hier draußen irgendwie flimmert es ein bisschen, aber gut, im Spiel sieht man es nicht so dolle. Aber ich kann es empfehlen, also diese Demo sollte man sich auf jeden Fall mal angeguckt haben. Gibt einen schönen Einstieg, ich weiß allerdings überhaupt nicht, ob diese Demo überhaupt was mit dem vollen Spiel zu tun hat oder ob das einfach nur so ein Teaser ist. Ich bin gespannt aufs Spiel, ich freue mich drauf, ich werde es mir auch holen, aber nicht streamen, das kann ich mir nicht antun. Das geht nicht. Oder euch nicht antun, euch werden die Ohren wegfliegen. Jo, irgendwie hat es wahrscheinlich nicht funktioniert mit den Kommentaren, aber gut. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Fürs Angucken, wann auch immer ihr das Video anguckt. Ich wünsche euch einen guten Abend, einen guten Morgen, einen guten Tag, eine gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal, wenn es euch gefallen hat ein bisschen, dann zeigt es uns mit dem Daumen hoch. Habt ihr Lust, unseren Kanal ein bisschen zu unterstützen, dann schaut mal in die Videobeschreibung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wir sind auf Facebook, Deutsche VR Gamer. Da findet ihr uns. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal, euer G-Bär. Ciao. Spiel killt mich hier.